Der neue NATO-Chef zum Antrittsbesuch in Berlin und zum ersten solchen Gespräch in diesem Amt im deutschen Fernsehen. Guten Abend, Mark Rutte. Guten Abend, Herr Generalsekretär. Yes, hello, good evening. Ja, schönen guten Abend. Sie sollen das Amt auch deshalb bekommen haben, weil Sie gut mit Donald Trump können. Der sagte, er habe zum Amtsantritt keine Ahnung gehabt, was zur Hölle die NATO ist. Wie geht man denn als NATO-Chef mit so einem am besten um? Das fängt damit an, dass man merkt, wer immer Präsident ist, mit dem muss man oder der muss man eben arbeiten. Und natürlich geht es ihnen immer um die amerikanischen Interessen. Und wir müssen auch wissen, dass die US-Interessen sehr verbunden sind mit dem Bündnis. Ich freue mich also mit wem auch immer ich dann arbeite, als Präsident, Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und auch mit Trump, mit dem kann ich gut. Und auch mit Kamala Harris, die beiden mag ich sehr gerne. Donald Trump hat über Sie gesagt, I like this guy. Jetzt weiß man ja, dass es bei ihm sehr, sehr schnell umschlagen kann in I hate this guy. Hat er das gesagt? Oder hat er, ist der zweite Teilsatz Ihr Satz? Ja, der zweite ist natürlich mein Satz. Und das ist die Frage, das kann natürlich schnell passieren bei Donald Trump. Er hat ja jede Menge engster Mitarbeiter verschlissen in seiner Amtszeit, wie Sie wissen. Wie viel Angst muss man denn davor haben, dass dieses I like this guy gegenüber Mark Rutte umschlägt ins Gegenteil? Ich habe 4 Jahre mit Donald Trump gearbeitet als Premierminister und ich habe ihn öfter besucht im Weißen Haus und war immer wieder auf den G20-Sitzungen und bei NATO-Gipfeln und ich habe immer das Zusammenarbeit mit ihm gut gefunden. Er weiß, was er will. Zum Beispiel, er hat uns gezwungen, auf diese 2% zu gehen, die berühmten 2% unseres Wirtschaftseinkommens für die NATO. Und schauen Sie sich an, mein Land und Deutschland, fast alle der NATO-Länder, jedenfalls viel mehr als am Anfang, sind jetzt bei diesen 2% angelangt. Und auch mit Kamala Harris, da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass sie uns zwingen wird, mehr zu tun. Denn es geht ja darum, dass die Abschreckung langfristig ist und dass wir stark sind. Sie sprechen das an, dieses ja berühmt-berüchtigte Treffen der NATO im Sommer 2018. Das hat niemand im NATO-Hauptquartier vergessen, bei dem Trump gewütet hatte und plötzlich auch ein Ende des ganzen Verteidigungsbündnisses im Raum stand. Das war ein Eklat, Entsetzen bei den Teilnehmern. Sie sollen das damals dann befriedet bekommen haben, beschwichtigt haben. Jetzt ist es aber doch so, dass in den USA auch jenseits von Donald Trump, selbst jenseits von Donald Trump, es kein gemeinsames Einvernehmen mehr gibt, kein selbstverständliches Einvernehmen mehr gibt über den Sinn und Zweck der NATO, oder? Die NATO ist da, um dafür zu sorgen, dass wir sicher bleiben. Es ist eine Verteidigungsallianz und wir sorgen dafür, dass 1 Milliarde Menschen in Wohlstand und Sicherheit leben können und dass wir uns verteidigen können. Herr Rutte, aber wenn ich Sie da unterbrechen darf, was ist die NATO wert ohne das mit Abstand wichtigste Mitglied, die USA, die einfach komplett selbstverständlich hinter dieser NATO stehen, was sie ja aktuell nicht mehr tun? Die Vereinigten Staaten stehen natürlich hinter der NATO. Donald Trump stand hinter der NATO. Kamala Harris war und ist hinter der NATO. Und die politische Klasse der Vereinigten Staaten. Warum? Nicht nur, um dafür zu sorgen, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Vereinigten Staaten nicht so stark engagiert haben in Europa, wie wir das gebräucht hätten. Und dieser Fehler wurde nicht wiederholt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Vereinigten Staaten, Republikaner und Demokraten, verstehen, dass die NATO nicht nur da ist, Europa sicher zu halten, sondern auch die Vereinigten Staaten. Und das ist der Zweck. Man muss als Präsident eben dafür sorgen, dass das Land sicher ist und die Wirtschaft auch. Und das machen beide Kandidaten. Es haben beide Kandidaten verstanden, dass ihre Sicherheit mit der NATO direkt verbunden ist, wenn Russland größeren Einfluss bekäme über diesen Teil Europas, Deutschland, Niederlande, Westeuropa, dann bedeutete das eine direkte Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten. Also viel Optimismus bei Ihnen über die US-Haltung dazu. Jetzt haben wir viel über die USA geredet, Herr Generalsekretär. Dann haben Sie heute aber den deutschen Bundeskanzler getroffen. Reden wir über Deutschland. Bei dessen Regierung ist ja auch nicht ganz klar im Moment, wie lange sie noch hält. Wie viel Sorgen macht denn dieses Deutschland der NATO?
Na, ich möchte natürlich keine Kommentare abgeben über Deutschland, aber ich habe mit Koalitionen ja bei uns selbst viel gearbeitet. Man hat immer Gespräche in solchen Koalitionen und Schwierigkeiten. Ich bin sicher, dass es vorangehen wird. Und ich weiß, dass Olaf Scholz, Boris Pistorius und die anderen führenden Politiker, auch Annalena Baerbock von den Grünen, die Außenministerin, die sind alle wirklich, ziehen an einem Strang, wenn es um die Ukraine geht und sorgen dafür, dass die Ukraine unterstützt wird mit Militärhilfe, die auch dort angelangt, sodass die Ukraine in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen gegen die russische Aggression, die im Februar 2022 begann, die überhaupt nicht provoziert war, die überhaupt nicht irgendwie gerechtfertigt war. Und heute geht es darum, dass wir sicherstellen, dass die Ukraine die Kraft hat und den Willen hat, mit unserer Unterstützung den Kampf aufrechtzuerhalten. Ganz kurz noch, Herr Rütte, Sie haben die Ukraine jetzt mehrfach angesprochen. Worauf kann sich denn die Ukraine verlassen, wenn Donald Trump Präsident werden sollte, der ja mehrfach bereits in Aussicht gestellt hat, dass dann die US-Militärhilfe stoppt? Ich glaube nicht, dass es eine faire Beurteilung dessen ist, was Trump gesagt hat. Erstmal müssen wir die Wahlen abwarten. Und wer immer dann gewählt wird, Harris oder Trump, wir werden kollektiv uns zusammensetzen und dafür sorgen, dass wir die Hilfe bereitstellen an die Ukraine, dass die Ukraine sich durchsetzen kann, sich verteidigen kann gegen diesen russischen Krieg. Und dass die Ukraine sich verteidigen kann, das liegt auch in unserem Interesse, nicht nur, weil unsere Werte auf dem Spiel stehen, sondern weil das auch eine direkte Sicherheitsbedrohung ist für Deutschland, für die NATO, für uns alle, wenn Russland hier erfolgreich wäre in der Ukraine. Das werden wir natürlich besprechen mit dem künftigen Präsidenten, der Präsidentin. Ich habe keine Zweifel. Doch natürlich, dass es Diskussionen geben, aber das ist ja normal in Demokratien, aber dass wir zu einer gemeinsamen Position gelangen werden. Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär im ZDF-Heute-Journal-Interview. Herr Rütte, vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend.